Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meiner Rezepte. Heute kommt wieder ein leckeres türkisches Gebäckrezept von mir mit Kartoffelfüllung, aber mit einer Soße. Und zeige euch dann auch gleich die Zutaten dazu. Wir brauchen fertigen Yufka. Yufka bekommt ihr in jedem türkischen Lebensmittelladen. Ich habe diesmal die dreieckigen genommen. Die sind eigentlich für Zigarettenbörek geeignet, aber man kann damit auch super backen. Die sind sehr schön zurecht zugeschnitten, also braucht man die auch nicht nochmal zu schneiden. Außerdem werde ich noch eine Soße vorbereiten. Dafür habe ich 2 Eier, 100 ml Milch, so ungefähr 100 Gramm Joghurt, 100 ml Öl und 100 ml Selta, Mineralwasser. Ich werde alle Zutaten in eine Rührschüssel hineingeben und einmal vermischen. Ich habe meine Yufka-Blätter jetzt, so wie sie gestapelt sind, auf meine Arbeitsplatte draufgegeben und bestreiche jedes Yufka mit meiner Soße und gebe dann auf die breitere Seite die Füllung drauf. Diesmal habe ich Kartoffelfüllung genommen. Ihr könnt stattdessen auch Schafskäse oder Hackfüllung benutzen. Ich habe euch so viele Kartoffelfüllungen gezeigt, aber erzähle euch ganz kurz mal, wie ich diese Füllung gemacht habe. Ich habe einfach Kartoffeln gekocht, gepellt, mit einer Gabel zerdrückt und dann habe ich ein bisschen Salz, Pfeffer, Blattpaprika hineingegeben, Petersilie klein geschnitten. Ihr könnt auch eine Zwiebel hineinschneiden und dann einfach vermischen. Für alle, die meinen Kanal noch nicht abonniert haben, wollte ich noch mal ganz kurz erinnern, dass ihr den jetzt abonnieren könnt, damit ihr von den aktuellen Rezepten auch informiert werdet. Und ihr könnt mir natürlich auch auf meiner Instagram-Seite folgen. Jetzt wird das sehr interessant. Ich werde meinen Börek jetzt in die Soße hineintauchen, einmal wenden und dann kommt das auf das Blech. Dadurch werden sie richtig saftig und knusprig. Also die sind dann innen saftig und außen richtig knusprig. Das ist ein sehr einfaches Rezept, das können sogar eure Kinder vorbereiten und fürs Wochenende ist das genau passend, denke ich mal. Ich wollte mich hiermit nochmal bei euch entschuldigen, weil ich in letzter Zeit leider überhaupt keine Zeit gehabt habe, auf eure Kommentare zu antworten. Es tut mir wirklich sehr leid, ich lese die Kommentare, habe aber überhaupt keine Zeit, Antwort zu geben. In Zukunft wird sich das aber ändern. Ich werde mir mehr Zeit dafür nehmen. Jetzt lasse ich die Soße so ungefähr 5 bis 10 Minuten einziehen und danach bestreiche ich mein Gebäck mit Eigelb. Ich bestreue mein Gebäck mit Sesam, dann werden sie im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad goldbraun gebacken. Damit meine Böreks unten nicht feucht werden, nehme ich die sofort auf meinen Servierteller und die sind schon servierfertig. Also ich kann die euch wirklich mit ruhigem Gewissen empfehlen, die sind super, super lecker geworden. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Probiert das unbedingt aus. Euch wünsche ich viel Spaß dabei und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.